Wie bereits in den Fotonews angeteased, bin ich umgezogen und ich dachte mir, ich nehme euch heute mal mit auf eine kleine Tour durch meine neue Wohnung. Scheiße. Wo habe ich jetzt die Schlüssel hinter? Ah. Los geht's. Willkommen in meiner neuen Wohnung. Ich werde euch jetzt ein bisschen rumführen und euch ein bisschen was zeigen. Aber vielleicht zuerst mal, warum überhaupt der Umzug? Ich bin gemeinsam mit meiner Freundin zusammengezogen in eine neue Wohnung. Die alte Wohnung hat mir gehört und wir haben uns gedacht, nein, wir nehmen uns gemeinsam eine neue. Und deswegen jetzt dieses Paradies hier, muss man schon fast sagen. Aber überzeugt euch am besten selbst davon. B-Roll up. Eines der wichtigsten Sachen in meiner neuen Küche oder in unserer neuen Küche ist natürlich die Kaffeemaschine. Und weil es nicht ausreicht, eine Kaffeemaschine zu haben, habe ich von meiner Freundin zum Geburtstag gleich noch eine zweite bekommen, nämlich eine French Press. Ziemlich geiles Teil, macht ziemlich guten Kaffee. Ein bisschen anders als der von einer Maschine, von dem her ziemlich, ziemlich lässig. Wir sind jetzt draußen am Balkon und das wirklich Coole daran ist, man hat eine wunderschöne Aussicht über Hollabrunn. Man ist ein bisschen allein, obwohl doch einige Wohnungen rundherum sind, also es ist trotzdem traumhaft. Der Balkon ist noch etwas leer, aber da kommt noch eine extra Garnitur hin, damit man die schönen Sommertage genießen kann. Nach Küche, Wohnzimmer und Esszimmer und Balkon zeige ich euch nun das Schlafzimmer und am Schluss geht's dann in mein kleines Reich. Nach dem Schlafzimmer geht's jetzt in mein kleines Reich, in mein Fotozimmer und ich kann mich wirklich glücklich schätzen, weil ich habe einen eigenen Raum wirklich nur für meine Fotografie-Sachen und kann mich da auch austoben, wie ihr jetzt gleich sehen werdet. Jetzt eigentlich den Großteil der Wohnung gesehen, Badezimmer und Klo nicht, aber ich glaube, so interessant ist das nicht. Wenn Sie Videos von mir sehen, werden Sie wahrscheinlich die meiste Zeit aus diesem Raum hier sehen und wie man auch bei den Fotonews schon gesehen hat und jetzt auch bei dem Video ist der Raum noch lange nicht fertig. Generell die ganze Wohnung, was fehlt noch? Es fehlen zum Beispiel Lampen, wir haben noch keine Lampen, wir haben nur so Glühbirnen von der Decke hängen. Es fehlen Bilder, ganz viele Bilder, wir haben so viele Wände, die frei sind, die sich dafür eignen, dass man einfach Bilder hinhängt. Und das werden wahrscheinlich welche von mir sein, also die ich fotografiert habe, nicht von mir selber. So auch in meinem Fotozimmer, in meinem kleinen Büro. Es fehlen noch einige andere Sachen. Ich möchte noch gern farbige Lichter montieren, damit die Videos in Zukunft auch in der Hintergrundgestaltung ganz cool ausschauen. Und eventuell noch das ein oder andere Möbelstück, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Aber da seid ihr gefragt, wenn ihr euch das Video anschaut und ihr habt jetzt meinen Raum gesehen, sagt mir Bescheid, wenn ihr was wisst, was sagt, hey, das wäre total cool, das habe ich selbst zu Hause oder das habe ich gesehen, das würde sich gut eignen für den Raum, das würde die Akustik besser machen, das würde den optischen Look besser machen, egal.
sagt uns Bescheid unten in den Kommentaren oder ihr schreibt es mir auf Instagram oder auf Facebook. Und ja, bin gespannt auf eure Ideen. Das war's jetzt soweit mal mit der Fototour. Wie ihr beim B-Roll gesehen habt, ist da auch ein Rucksack gelegen. Zudem mache ich noch ein eigenes Video. Das sei verraten, es ist der Lowe Pro ProTactic 450 AW2. Ziemlich geiles Teil, ich konnte ihn schon bei einem Shooting testen, aber dazu ein bisschen später mehr. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.